Peter. Wir stehen heute hier, um den Tieren, welche ihr hier auf diesen Schildern seht, für einen Moment ihre Identitäten und ihre Gesichter zurückzugeben. Alle diese Tiere waren Individuen mit ganz eigenen Gefühlen, mit eigenen Bedürfnissen und eigenen Charakterzügen. Und obwohl jedes dieser Tiere so einzigartig und auf seine Art und Weise speziell war, haben sie doch alle so einiges gemeinsam. Sie alle wurden im Schlachthaus in Zürich-Altstätten, nur 15 Autominuten entfernt von hier, getötet, um dann bei Coop, bei Migro oder beim Metzger ihres Vertrauens auf der Theke zu landen. Jedes dieser Tiere wurde in einer Tierfabrik geboren, mit dem einzigen Sinn und Zweck, für den Profit und den menschlichen Genuss zu sterben. Keines dieser Tiere hatte das Privileg, seine Mutter kennenzulernen. Und wenn doch, wurden sie sehr früh von ihr genommen. Und keines dieser Tiere hat auch sonst auf irgendeine Art und Weise in seinem viel zu kurzen Leben Liebe oder Zuneigung erfahren. Denn sie waren ja nur Produkte. Und wenn ich sage, viel zu kurzes Leben, dann meine ich, dass man sie getötet hat, als sie noch Kinder waren. Ein Schwein wird in den Schlachthof gebracht, wenn es etwa 6 Monate alt ist. Und ein Schwein könnte etwa 10 Jahre alt werden. Ein Mastkalb erreicht gerade einmal 6 Monate. Und man nimmt ihn somit etwa 20 Jahre seines wertvollen Lebens weg. Ihr habt Lust auf Chicken Nuggets und auf Chicken Wings? Das bedeutet für ein Huhn, dass es etwa stirbt, wenn es 30 Tage alt ist. Stellt euch vor, ihr könntet nur einen Monat leben. Und es wird dann mit komplett überzüchtetem und kranken Körper getötet. Ich hatte früher ja keine Ahnung, dass so ein Huhn 10 Jahre alt werden könnte, wenn man es nur lässt. Die Ungerechtigkeit, die wir diesen Tieren, die ihr hier seht, und allen anderen Tieren antun, ist massiv. Und ich denke, dass alle Menschen, die hier stehen und zuhören, gegen Unterdrückung und gegen Leid an Schwächeren sind. Aber warum trifft das nur zu, wenn es sich um menschliche Leben handelt? Warum hört unsere absolut grenzenlose Empathie auf, wenn es sich um andersartiges Leben handelt, wie das von Kühen, Schweinen, Schafen oder Ziegen? Was gibt uns das Recht, diese Lebewesen auszubeuten? Etwa, weil sie eine andere Nase haben als wir, weil sie einen Schnabel oder Hörner tragen oder weil sie eine andere Sprache sprechen. Die Menschen, die ich kenne, lieben ihre Haustiere. Wir knuddeln mit unseren Katzen und wir tun alles, damit unsere Hunde so lange wie möglich gesund und glücklich leben. Und doch beißen diese Menschen, ohne nur zu zögern und ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, in ein Schnitzel, kaufen sich ein Stück Käse und essen zum Frühstück ein Ei, obwohl alle diese Produkte Leid und Schmerzen für diese Tiere bedeuten. Diese Klassifizierung in Tiere, welche wir essen und Tiere, welche wir lieben, nennt man Speziesismus. Wir diskriminieren also Lebewesen aufgrund ihrer Art und Zugehörigkeit. Letzte Woche sagte mir meine Großmutter, dass es wohl einfach die Aufgabe der Tiere sei, die Nahrung für den Menschen zu gewährleisten. Aber müssen die Tiere wirklich einer Aufgabe nachkommen, um diesen Planeten mit uns teilen zu dürfen? Früher sagte man, es sei die Aufgabe der Schwarzen, den Weißen zu dienen. Und früher sagte man auch, dass Frauen dazu da seien, ihre Ehemänner glücklich zu machen und Kinder zu gebären. Und das ist noch nicht einmal so lange her. Wann hören wir Menschen endlich damit auf, die Ausbeutung und die Unterdrückung anderer damit zu begründen, dass es einfach ihre Aufgabe sei? Und wann verstehen wir Menschen endlich, dass Unterdrückung und Leid immer der falsche Weg ist? Ich höre so oft, dass ich, weil ich das nicht mehr unterstützen will und als Konsequenz den Kauf von tierischen Produkten ablehne, dass ich extrem sei, dass ich missionarisch und zu laut sein. Aber eines kann ich euch sagen, wenn etwas laut ist, dann sind es die Schreie aus den Schlachthöfen. Wenn die Tiere vor Angst und vor Schmerzen schreien, dann wird es richtig laut. Und was soll daran extrem sein, wenn ich die Unterdrückung nicht mehr unterstützen will und mich für den Frieden entscheide?
Und wenn man mir dann noch sagt, dass es ja schön und gut sei, was ich mache, und dass man mich sogar dafür bewundert, aber dass ich meinen Lebensstil nicht anderen aufzwingen soll, dann frage ich euch alle, wenn ihr auf diese Welt gebracht worden wärt, mit dem einzigen Sinn und Zweck, den Genuss anderer zu befriedigen, wenn ihr nie einen Tag in Freiheit verbringen dürftet, an der frischen Luft, in der Umgebung, die euch gefällt, und das nur, weil ihr hier seid, würdet ihr euch dann nicht wünschen, dass ich hier für euch stehen würde? Danke, Anya, für diese berührenden Worte. Ich hoffe, dass einige Menschen, die hier zugehört haben, berührt sind und darüber nachdenken. Wir haben die Fähigkeit, unser Herz zu öffnen und zu erweitern und auch noch anderen Spezies diese Güte entgegenzubringen, die wir uns gegenseitig bringen.